Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder einen Drogerie- bzw. einen Kosmetik-Haul für euch. Denn da sind jetzt auch mal ein bisschen teurere Marken dabei, wie zum Beispiel Essie, Urban Decay und Jeffree Star. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde alles auf jeden Fall swatchen und ja, ich lege mal los. Ich fange mal unspannend an und steigere mich dann. Als erstes von Don't Dent habe ich mir die limitierte Eismint-Mundspiegelung nachgekauft. Einfach aus dem Grund, ich habe sie mir zuerst geholt gehabt und die schmeckt nach Eisbonbon. Leute, nach Eisbonbon. Also meine Schwester meint zwar, sie hat einen leichten Nachgeschmack, finde ich jetzt aber nicht. Sie brennt nicht, sie hat halt keinen Alkohol drin. Und ja, der Geschmack hat einfach überzeugt. Ich habe jetzt noch insgesamt eine halbe Flasche übrig und dann halt die. Eventuell hole ich sie mir sogar nochmal, falls es sie noch gibt. Aber ich glaube fast, sie ist schon weg. Mal gucken, vielleicht gibt es sie ja dann wieder. Dann habe ich bei den Stiften zugeschlagen. Zum einen, weil ich für Nude-Lippenstifte Lip Liner wollte. Einmal habe ich mir von Catrice den... Was ist denn das eigentlich? Doch, Lip Pencil ist es sogar. Waterproof. In 160 Sweet Nothing geholt. Der sollte wahrscheinlich transparent sein, oder? Nein, Nude-Farben. Dann einen von Catrice, ein Ultimate Stay Lip Liner in 70 Rosy Brown. Halt die dunklere Variante. Dann habe ich mir von Catrice noch den Kohl-Kajal in 160 I Have a Green geholt. Nicht unbedingt vielleicht als Kajal, sondern eher für grüne Lippenstifte als Lip Liner. Genauso wie für graue oder schwarze Lippenstifte habe ich mir von Catrice noch den Kajal in 70 Take the Greyhound besorgt. Und für die Augenbrauen habe ich mir auch noch zwei Sachen geholt. Und zwar von Essence die Eyebrow Designer in 01 Black und in 02 Brown. Also ein dunkelbraun. Ich habe ja eigentlich dunkelbraun, fast schwarze Augenbrauen, aber halt nicht zu dicke. Und wenn ich sie richtig zupfe, sind die auch relativ dünn an manchen Stellen. Und ich fahre die am liebsten nach, wie ihr vielleicht hier seht. Das ist jetzt mit schwarzem Lidschatten. Und ich wollte einfach mal ein bisschen was Stärkeres und jetzt habe ich mir die halt geholt. Haben auch so kleine Bürstchen dran, finde ich eigentlich ganz süß. Dann kamen noch zwei Pinsel von Ebeline dazu. Einmal den Lidschatten- und Concealer-Pinsel. Der ist relativ groß. Und den mag ich sehr für Lidschatten vor allem. Einfach um es aufs komplette bewegliche Lid aufzutragen, so ganz schnell zack, zack, zack. Ich mag den, der ist schön weich, er ist fluffig. Man kann ein bisschen verblenden, zwar nicht so gut, weil es ist ja kein Verblendepinsel, aber ich mag den eigentlich ganz gern. Und einen neueren, auch Lidschatten- und Concealer-Pinsel. Und der ist dreieckig. Und ich fand das so putzig. Und da ich ja eigentlich auch ziemlich zusammenstehende Augen habe und es immer mit der Nase ein bisschen blöd ist zum Auftragen, habe ich gedacht, ein dreieckiger Pinsel wäre nicht schlecht, um auch ganz in den Innenwinkel zu kommen. Ich bin ein bisschen ausgerastet bei Nagellack. Ich versuche ja keinen Nagellack zu kaufen. Funktioniert eh nicht. Und zwar bei Essie. Ich habe mir einmal Leggy Legend mitgenommen. Das ist also ein Kupfergold mit vielen pinken Glitzerpartikeln. Ich fand ihn so schön. Zumindest bei anderen im Video. Und dann habe ich ihn halt auch mitgenommen. Und dann einmal Virgin Snow. Das ist ein fliederfarbener. Ist ja nicht so, als wenn ich schon mindestens 10 fliederfarbene Nagellacke hätte und sowieso keinen trage. Aber ich habe jetzt Virgin Snow. Lassen wir das mal so stehen. Und bei der P2 LE The Future Is Mine habe ich auch was gekauft. Und zwar den Nagellack in 30 Polar Light. Da er irgendwie wunderschön aussah. Es ist in der Flasche ein hellblau bzw. eisblau mit silbernem und changierend auch pink Glitzer bzw. schimmern, das ist kein Glitzer. Aufgetragen ist es dann aber mehr so ein silberblau mit wirklich fast keinem Schimmer und sowas habe ich schon. Jetzt weiß ich nicht, was mache ich mit dem Ding. Ja, typisch, ne. Und es gab auch Lippenstifte, da habe ich mir auch einen mitgenommen und zwar ist es die 020. Ihr denkt euch jetzt Lippenstifte, ja die Frau hat doch schon 100 Lippenstifte. So einen noch nicht, denn schaut ihn euch an. Er ist dunkelblau mit blauem Glitzer. Und ich fand den so interessant, dass ich den mitnehmen musste. Ich meine, so ein P2 Lippenstift kostet ja, keine Ahnung, 2-3 Euro. Aber es sah einfach so cool aus, deswegen, ich musste ihn einfach haben. Kommen wir zu Lidschatten. Ich habe mir einmal eine Catrice Eyeshadow Base geholt. Das ist die neue, die weiße. Die soll ja farbige Lidschatten besser hervorbringen.
Und da ich noch keine weiße Lidschatten Base habe, nehme ich die jetzt einfach mal und guck, wie viel was bringt. Wie viel sie bringt. Dann aus dem Sale 2 Lidschatten. Einmal die 900 Lila Bamba und einmal die 400 My First Copperware Party als Backup, weil ich habe den eigentlich schon und ich finde den wunderschön. Es ist ein bisschen traurig, dass jetzt rausgeht. Und von den neuen Catrice Metal, nein, nicht Metal Glam, Glam Fusion Powder to Gel Eyeshadow habe ich mir auch einen mitgenommen. Das ist die 050 Hashtag, also Hashtag, nur Ash, aschig, ne, grau. Einfach weil der am tragbarsten und kombinierbarsten ist mit diesem Grau-Silber-Anthrazit. Und ich habe in alle reingefasst. Sie sind cremig, sie sind buttrig, sie halten, sie glänzen, sie sind toll. Also patscht eure Finger mal da rein und guckt und nehmt euch was mit. Also ich finde den wunderschön. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht alle mitzunehmen, aber die Farben habe ich alle schon. Vielleicht nicht in der Textur, aber ich habe sie schon. So, und von Catrice habe ich mir auch noch das Eyebrow Kit nochmal mitgenommen. Ja, warum? Der größte Grund, der ist jetzt nicht mehr drin. Und zwar ist hier innen drin so ein kleines Pinselchen und eine Pinzette. Eine winzig kleine Pinzette, die ist so groß. Und das ist die beste Pinzette, die ich in meinem Leben hatte. Und meine ist verschwunden. Deswegen habe ich mir das jetzt nur wegen der Pinzette geholt. Und das Augenbrauenprodukt, also es ist ein hellbrauner, ein dunkelbrauner, benutze ich eigentlich für Augenbrauen und fürs Make-up. Also so ein All-in-One-Produkt. Ich liebe es. Es funktioniert gut, es hält gut. Die Farbe ist okay. Und ich habe meins so oft benutzt, dass der Deckel bei mir abfällt. Das heißt, ich kann es nicht mehr mitnehmen. Heißt, das ist jetzt mein Verreisekit. Deswegen top. Dann noch drei Sachen. Ich habe mir von Balea einen Badewürfel mit edlem schwarzen Rosenduft gekauft. Man riecht nicht so viel. Nach Rose riecht es irgendwie auch nicht. Aber es ist eine kleine Blume drin. Ich lasse mich überraschen, wie das funktioniert oder nicht funktioniert. Ich hatte noch nie was von Balea, von diesen Badezusätzen. Dann habe ich mir von Alverde ein Gesichtsöl Wildrose für trockene Haut geholt. Ich weiß nicht, ob ich euch das vor 100 Jahren mal in die Kamera gezeigt hatte, weil es ist in der Kiste wieder aufgetaucht. Deswegen zeige ich es euch jetzt einfach. Ich habe es noch nicht probiert. Es hat, glaube ich, eine Pipette, soweit ich das gesehen habe. Ja, es hat eine Pipette. Und ich lasse das schön zu, damit es mir nicht kippt, weil im Moment brauche ich das nicht. Ja, ich probiere es. Und etwas, woran ich überhaupt nicht vorbeigehen konnte, ist von Sweet Apple Pie Hugs die Körperlotion. Ich hatte noch nie von Tracklemoon eine Körperlotion. Aber dieser Geruch hat es mir jetzt so angetan. Ich habe auch gerade eben noch das Aufgebrauch von Jen geguckt und Jen fand es nicht so berauschend und sie möchte es sich nicht nochmal kaufen. Ich habe jetzt die große Variante. Ich hoffe, ich mag es wirklich. Und ich habe sogar einen Kumpel schnuppern lassen. Ich habe ihm einfach mal alle vorgesetzt. Also im DM. Riech dich mal durch und sage mir, welchen ich vermutlich habe. So, und oder welcher ihm am besten gefällt. Und er hat auch Sweet Apple Pie Hugs gesagt. Von daher war das eigentlich eine ganz gute Entscheidung, wenn sogar Mädchen und Jungs das am liebsten mögen. Ja, ich habe noch momentan etwas anderes zum Aufbrauchen. Aber mal gucken, das kommt auf jeden Fall zum Einsatz und ich freue mich drauf. Dann gerade nicht da, aber ich kann es euch ja einblenden. Ich habe von Jen noch die Fenjal, ich glaube Mandel und irgendwas Blüte Body Milk bekommen, weil sie den Geruch nicht mag. Und ich mag halt die Pflegewirkung vor allem. Also der Geruch ist okay und es pflegt halt ultra gut. Und vor allem für meine trockenen Beine ist das super. Deswegen habe ich das bekommen, weil sie hat eh nur weggeschmissen. Und ich mache das jetzt leer und ich hoffe, ich habe einen Spaß dran. Und bevor es jetzt mit den interessanten High-End-Sachen losgeht, habe ich noch Masken. Ja, lustigerweise hatte ich einen Maskenanfall, obwohl ich jetzt nachträglich bedenke, wieso. Ich wollte eigentlich nur leer machen und jetzt habe ich doch wieder so viele Masken. Ich versuche gerade zu sortieren. Ich bin verwirrt. Ja gut, egal. Einmal von Balea die Lippen- und Augenmaske. Hilft bei Augenringen, pflegt die zarte Lippenpartie mit Hyaluronsäure. Hautglättend für jede Haut. Ich werde langsam alt und wollte mal Augenmasken ausprobieren, ob mir das vielleicht was bringt. Lippenmaske, ja gut, ich habe sehr, sehr, sehr trockene Lippen meistens, vor allem jetzt im Winter. Deswegen halt mal das.
Von Balea, die Totes-Meer-Maske. Beugt Unreinheiten vor mit Totem Meer und Schlamm. Beziehungsweise Totes Meer, Schlamm. Was ein Deutsch. Für unreine Haut klärend. Schlammmasken sind immer gut. Probieren wir mal aus. Von Balea, die Feuchtigkeitsmaske. Für trockene Haut. Ups. Mit Papaya-Extrakt. Wer es glaubt, ich glaube es nicht. Wahrscheinlich irgendwo als allerletztes, keine Ahnung. Feuchtigkeitsmaske wegen Winter und so. Trockene Haut. Wenn auch Unreinheiten, aber ich mache dann immer so T-Zone. Und da, wo es trocken ist, mache ich dann die Feuchtigkeitsmaske. Die Aloe Vera und Joghurtmaske. Auch Feuchtigkeit und ja, hier steht nicht viel drauf eigentlich. Okay, ist diese grüne hier. Von Schäbens zwar einmal eine Feuchtigkeitsmaske mit Sofort-Effekt. Erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera, Thermalwasser und Urea. Und nochmal von Schäbens, die Totes-Meer-Maske. Die hatte ich schon öfter mit Algen, gegen Pickel und Mitesser und mit Schlamm und Mineralien. Also noch eine Schlammmaske. Ich bin der Meinung, ich hatte die früher mal, ich fand sie ein bisschen aggressiv, aber ich glaube, da haben sie auch die Rezeptur schon inzwischen geändert. Es steht Nummer 1 drauf, also irgendwoher muss es ja die Nummer 1 haben. Und meine Lieblingsmaske, wo ich ein bisschen bereue, dass ich sie mir gekauft habe, denn sie ist von Garnier. Das ist die Hautklar-Maske. Beziehungsweise die Hautklar-Anti-Pickel-Thermomaske. Wird also warm mit Salicylsäure und Zink. Reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Ja, ich liebe den Geruch. Ich liebe, wie sie warm wird. Ich liebe dieses Matschgefühl, aber trotzdem fest. Und ich liebe sie einfach. Und sie ist blau und sie ist einfach toll, auch wenn sie von Garnier ist. Steht drin 2x6 ml, also 2 Anwendungen. Ich benutze aber meistens 1 für 2x. Also ich kann damit 4x auskommen. Heißt, es ist ein Monatsvorrat. Ich habe die schon so oft gehabt und ich mag sie einfach, weil sie schwellt die Pickel wirklich ab. Ich finde, sie reinigt Poren tief, ohne auszutrocknen, und sie ist einfach top. Ja. Ich korrigiere meine Aussage von vorhin. Ich habe mir doch nichts von Urban Decay gekauft, sondern von The Balm. Und zwar, und ich sage viel zu oft und zwar, ich weiß, aber was soll man im Haul sonst sagen? Den Bahama Mama Bronzer, den werdet ihr alle kennen, hat so ein Bild, ich zeige es euch eh nah. Jetzt klingelt es, wunderschön. Den Big Mama, ich glaube auch Bronzer, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was war ich, war das ein Blush? Ja, den Big Mama Blush. Und zum größten Teil wegen dem Namen gekauft, die Balm Jovi Palette. So geil. Eine Rockstar Palette. Moment. Die hat unten 2 Lippenstifte, die heißen Milli und Vanilli. So geil. Ich habe bloß, glaube ich, keinen Lippenpinsel, wenn ich mich richtig erinnere. Dann einiges an Lidschatten. Die heißen Metal Icer. Das kann ich aussprechen. Blink 1982. Auch sehr nice. Iron Made In. Lead Zeppelin. Alice Cooper. Und die anderen, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Band kenne, ich glaube nicht. Jedenfalls sind die richtig schön. Dann gibt es einen Blush, der heißt Pop Pop. Don't You Want Me. Das war irgendein Dupe zu einem Blush, auch von The Balm, den ich wollte. Aber der in der Palette ist. Oder er sieht anscheinend genau gleich aus. Und dieser Disco-Disco-Highlighter, der hier drin ist, der ist laut den Kommentaren genau identisch mit dem Mary Luminizer, den ich auch wollte, der aber ausverkauft war. Und wenn ich da halt alles in dieser Palette drin habe, dann kaufe ich mir doch die Palette, oder nicht? Ja. Also praktisch zum Preis von diesem Blush und dem Mary Luminizer habe ich jetzt noch Lippenstifte und Lidschatten zusätzlich. Von daher bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich über diese Palette. Dann wurde ich bei MAC leider schwach. So viel zum vegane und tierversuchsfreie Kosmetik. Einmal habe ich mir geholt den Viva Glam Miley Cyrus. Ich habe einen Miley Cyrus Lippenstift. Der ist pink. Und zwar so hypnotisierend kreischpink, dass ich ihn unbedingt wollte. Ich habe ihn noch nicht getragen. Noch nicht. Kommt bestimmt demnächst mal in Videos.
Und den anderen, das war eigentlich ausschlaggebend zum Bestellen bei Douglas. Das ist der Matt Royal. Und der ist dunkelblau. Der sieht so cool aus. Ein mattes, dunkelblaues, ein matter, dunkelblauer Lippenstift. Ich kann wirklich kein Deutsch mehr. Jedenfalls fand ich den so cool, dass ich den unbedingt haben wollte. Und ja, jetzt habe ich ihn halt. Und das waren meine zwei MAC-Lippenstifte. Ja, ich bin arm. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Meine Jeffree Star, wie heißen sie? Velour Lipsticks. Ich habe gerade erschreckenderweise festgestellt, es fehlt einer. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingetan habe. Auf jeden Fall fange ich einfach mit den blauen an. Ich habe mir einmal Blue Velvet geholt. Tada. Die Swatches blende ich euch einfach ein. Wenn wir schon bei Lila sind, habe ich mir noch Blow Pony geholt. Das ist ein Lilac. Sehr mutig. Queen Supreme. Ein sehr, sehr, sehr helles Barbie-Rosa. Eine Farbe, die ich wahrscheinlich nicht so oft tragen kann. Einfach wegen der Farbe her. Das ist Prom Night. Ein Kreischpink. Genauso wie der Miley Cyrus Lippenstift. Korrigiere mich, ich habe I Am Reality doch da. Das ist doch in einer pinken Verpackung gewesen. Ja, das ist das Dunkellila, das erwähnte. Jetzt weiß ich auch wieder, was mir fehlt. Das ist nämlich dieses Grau. Also sie haben noch ein Dunkelgrau, sie haben auch ein Schwarz, aber das Dunkelgrau hatte ich mir bestellt und ich habe keinen Plan, wo das ist. Müsste ich mal suchen. Und der letzte, den ich mir gekauft habe, ist... weg. Ist I'm Nude. Und den hatte ich als einziges schon ausprobiert. Es ist absolut meine Farbe. Guck mal. Sieht sehr lustig aus, deswegen habe ich mir auch die Lip Liner gekauft dazu. Mir fällt alles runter. Und was ich auch dazu sagen kann, zumindest zu dem hier. Der Auftrag ist super, also der Pinsel bzw. dieses Schwämmchen ist deutlich besser eigentlich geeignet zum Auftragen als bei Lime Cream. Der Geruch ist fürchterlich. Also es riecht nicht so gut wie MAC, weil MAC riecht nach Vanille und so, ne? Und das fällt immer weiter aus runter. Das stinkt. Es trocknet relativ schnell. Es trocknet aber nicht so totenmatt wie die Velveteens von Lime Crime, sondern so ein halb-halb, also schon matt, aber auch ein bisschen cremig matt. Allerdings ist es trotzdem kussfest. Ja gut, wischfest weiß ich jetzt nicht, man sollte es nicht übertreiben. Und es trocknet nicht so krass die Lippen aus wie die Velveteens von Lime Crime. Weil wenn man da die benutzt hat, dann ist danach die Lippe tot. Du brauchst eine dicke, keine Ahnung, Bepanthen-Creme drauf. Und bei den Jeffree Star Lippenstiften ist das einfach so. Du schminkst es dann ab. Sie sind vielleicht ein bisschen gerötet dann vom Abschminken, aber sie sind nicht ausgetrocknet. Also nicht mehr als von einem normalen anderen Lippenstift auch. Und das finde ich super gut, dass sie wirklich matt, kursfest und halt nicht austrocknen sind. Und daher, ich würde auf jeden Fall sagen, kann ich weiterempfehlen, ist auch vegan. Und zum Thema Bestellen. Ich habe es jetzt auf der normalen Homepage bestellt. Es ist beim Zoll gelandet, aber lustigerweise hat mir der Zoll das zugeschickt. Mit Erklärungen ausgerechnet, bla bla bla. Und es steht auch drauf, man soll es aufheben, aber keine Rechnung. Also ich habe nichts nachträglich zahlen müssen, gar nichts. Obwohl es beim Zoll gelandet ist. Und es wurde mir dann halt auch wieder zugeschickt. Also ich musste es nicht bei uns abholen, sondern es wurde zugeschickt. Und von daher, also wenn das immer so ist, ist es zollfrei, finde ich gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und man muss halt mit PayPal bezahlen. Das ist das einzige Negative. Es geht nur mit Kreditkarte und PayPal. Und es ist immer ausverkauft. Und ich hoffe ansonsten, euch hat das Video gefallen mit den Swatches und allem drum und dran. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate wohl weniger in DM-Haul drehen oder in Drogerie-Haul, weil ich habe einfach alles, was ich brauche. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Lasst mir Feedback da, redet mit mir über die Produkte in den Kommentaren und bis bald. Tschüss!